Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Und zwar haben wir ein kleines Problem. Der Golf 4 hier nimmt ein bisschen Leistung weg beim Fahren. Und zwar liegt es nämlich daran, dass der Bremssattel fest ist auf der rechten Seite. Den werden wir heute tauschen in Verbindung mit Bremsbelägen und Bremsscheiben, da die eine Seite schon komplett angelaufen ist und, so wie ich gesehen habe, die Bremsbeläge auch runter sind. Das ist eine Krankheit bei VW, Golf 4, Golf 5, ja, Audi A3, Seat Leon. Also im Prinzip die ganzen Kompakten von VW haben das Problem mit den Bremssätteln hinten, dass sie nach einer Zeit einfach fest sind. Die Kolben rausfahren, sich verkeilen und dann nicht mehr rauskommen, beziehungsweise nicht mehr reingehen. Und dadurch hat man halt das Problem, man löst die Bremse am Berg zum Beispiel, an einem leichten Hügel, und das Auto bewegt sich trotzdem nicht. Einfach dadurch, weil die Vorspannung der hinteren Bremszangen so stark ist, dass sie das Auto halt halten können. Beim Anfahren merkt man das, dass der Wagen hinten leicht nach unten zieht, weil halt einfach dieser Gegendruck von dem Bremssattel halt da ist. Reparieren macht keinen Sinn, das dauert eigentlich zu lange sowas. Reparatursatz kostet, ich glaube, auch irgendwie um die 30 Euro oder so. Bremssattel kriegt man schon, ja, ab 60 Euro würde ich jetzt mal sagen, kriegt man so einen Bremssattel halt schon im Austausch, und etwas teurer, glaube ich, sogar Neuteil. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Auf jeden Fall werden wir halt heute dann einmal die Bremssättel tauschen. Ich mache es direkt auf beiden Seiten. Ich mache beide Seiten komplett neu, weil ich keine Lust habe, dann in ein paar Monaten die andere Seite zu machen. Deswegen empfehle ich jedem, direkt beide Seiten komplett zu machen. Also beide Bremssättel, beide Scheiben natürlich und Klötze sowieso. Scheibenklötze sowieso immer nur im Verbund links-rechts. Und in dem Fall würde ich die Bremssättel auch immer im Verbund tauschen. Danach muss das Bremssystem natürlich entlüftet werden. Daran solltet ihr natürlich denken. Und grundsätzlich ist es halt so, Arbeit an der Bremsanlage immer Profis überlassen. Ich will jetzt hier niemanden ermutigen, da selber Hand anzulegen, ohne dass man sich wirklich 100% sicher ist, was man da macht. Ich würde sagen, wir heben das Auto jetzt an, machen das Rad erstmal auf der einen Seite runter und machen eine Seite gemeinsam, die andere Seite mache ich dann alleine. Und dann werden wir halt das Bremssystem einmal entlüften. Das zeige ich euch natürlich auch, wie das funktioniert. Dafür habe ich ein tolles Gerät mittlerweile am Start. Und das werden wir dann gemeinsam mal auch ausprobieren. Ja, ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Lasst einen Kommentar und ein Like da. Und wir legen los. Achso, ich zeige euch mal, was ich eigentlich mit dem Problem meine. Und zwar ist die Handbremse jetzt gelöst natürlich. Und das merkt man halt richtig, wie wir hier Gegendruck haben auf dem Rad. Also normalerweise müsste man das recht locker drehen können. Hier merkt ihr halt, dass wir halt richtig feste dran ziehen müssen, damit sich das Rad überhaupt dreht. Ich mache einmal das Rad ab, dann können wir uns hier einmal Bremsscheibe und Beläge mal ansehen. Und da werdet ihr selber schon feststellen, dass das nicht mehr so gut ist. So, hier könnt ihr richtig gut sehen, wie angelaufen die Scheibe ist. Also wir haben hier auch ziemlich miesen Grat überall. Das ist echt nicht mehr so fein. Hier ist der Bremssattel. Ich kann noch mal, so könnt das, kann man das jetzt gar nicht mehr drehen. Deshalb weitermachen, einmal hier Scheibe, Belege, Sattel komplett runter. Dafür müssen wir einmal hier hinten alles lösen. Das Handbremsseil muss auch von unten gelöst werden. Deswegen würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter. So, als allererstes löst ihr natürlich den Sattel. Dafür haben wir hier hinten eine 13er Schraube, hier eine 15er Mutter zum Gegenhalten. Hier müsst ihr halt mit dem Maulschlüssel drauf, hier hinten mit einer Ratsche ganz normal. Und dann oben und unten einmal die beiden lösen. Ich
So, die Schraube mal beiseite. Und dann haben wir hier oben schon gelöst. Und bevor wir jetzt einmal weitermachen, lösen wir noch das Handbremsseil, indem wir hier die Zange runterdrücken und das Seil dann aushängen. Einen kürzeren Schraubendreher holen. So, einfach hier zwischengehen und die Zange so ein bisschen runterdrücken. Und das Handbremsseil hier aushängen. So, dann ist das hier schon mal durch. Und jetzt können wir unten die Mutter noch lösen. So, zweite Schraube ist raus. So, Bremssattel ist ab. Boah, guckt euch mal den Einbremsbelag hier an. Sieht das nicht heftig aus? Und schaut euch das mal an hier. Also das war hier wirklich allerhöchste Eisenbahn. Das ist einfach nur zu hart. Ja, bringt uns nicht weiter. Wir müssen hier weiter zerlegen. So, jetzt haben wir hier den Sattel. Da haben wir noch das Handbremsseil unten. Da müssen wir einmal hier noch die Klammer rausnehmen und das Handbremsseil dann auch noch aushängen. So, Brems raus. Und hier haben wir jetzt halt den Bremssattel. Der ist jetzt hier an dem Bremsschlauch noch fest. Die lösen wir jetzt gleich und dann setzen wir direkt den neuen Bremssattel gleich drauf. Legen aber erstmal zur Seite und tauschen jetzt erstmal Scheibe und Belege noch vorher aus. Hier dreht sich alles wieder schön leichtgängig. So, Bremsscheibe wieder drauf, die neue. Vorher einmal mit Bremsenreiniger reinigen, weil da ist meistens so ein leichter Ölfilm noch drauf. Ne, weil die Dinger in Folie eingepackt sind, ist da so ein Ölfilm drauf, damit die während der Lagerung einfach nicht rosten auch. Deswegen einmal vorher mit dem Bremsenreiniger schön sauber machen, die ganze Geschichte. So, zack. Dann nehmen wir uns die Bremsbeläge, machen da ein bisschen Servicepaste auf die Auflagekanten und setzen die schön ein. So, und dann geht es an den Bremssattel. Hier haben wir den neuen. Sieht ziemlich gut aus. Sollte passen, das ganze Gerät. Na, einmal in schön die ganze Geschichte. Hier müssen wir einmal also den Nöppel hier rausholen. So, die Schraube vom Bremssattel muss natürlich hier raus. So, der Sattel ist raus. Hier haben wir die Schraube. Und hier sind zwei Dichtringe dran. Die müssen natürlich erneuert werden. Dafür habe ich hier so einen Dichtring-Sortimentsatz. Da suche ich mir jetzt die passenden raus.
So, dann setzen wir direkt den neuen mit dem neuen Lichtring ein. Hier unten drauf. Und dann schrauben wir damit den Sattel fest. Und komplett anziehen machen wir den gleich im eingebauten Zustand. So, wir nehmen uns unsere Schrauben und machen vorher noch ein bisschen Schraubensicherungsmasse drauf. Ja. Und schrauben hier halt die ganze Geschichte wieder fest. Das gleiche Spielchen auch mit der zweiten Schraube. So, dann ziehen wir jetzt natürlich noch die Schraube von dem Bremsschlauch richtig fest. So. Und einmal das Bremsseil hier unten wieder einfädeln. So. Zack. Und natürlich mit der Klammer hier unten wieder sichern. So. So, zum Entlüften habe ich vorne schon mal das Entlüftungsgerät angeschlossen. Ich halte das mal irgendwie so, damit man sieht, dass da auch was rausläuft. Dann öffnen wir jetzt einfach das Ventil hier und hoffen, dass hier gleich was rausläuft. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Auf jeden Fall läuft schon was durch die Leitung. Man sieht hier so leichte Luftbläschen noch. Wir lassen das jetzt ungefähr so 20 Sekunden durchlaufen. Jetzt habe ich gerade schon gemerkt, das Ding hat einen leichten Konstruktionsfehler. Und zwar, wenn die Flasche geschlossen ist, ist das unten alles dicht. Und dann kann dementsprechend halt nicht vernünftig die Bremsflüssigkeit hier reinlaufen. Ich habe jetzt den Deckel einmal leicht geöffnet und jetzt höre ich sofort, wie das hier vernünftig durchläuft. Ich werde mir wahrscheinlich dann von hier oben einmal irgendwie so ein kleines Loch reinbohren, damit da auf jeden Fall die Luft, die durch die Flüssigkeit verdrängt wird, auch ohne Probleme rausläuft. Lass uns einmal hier ordentlich rauslaufen. So, ich habe jetzt ungefähr schon so 100 Milliliter raus. Und wie ich hier gut sehen kann, ist, da kommen keine Bläschen mehr mit raus. Von daher können wir eigentlich recht sicher sein, dass jetzt in der Leitung vom hinteren rechten Bremssattel keine Luft mehr drin ist. Deswegen schließen wir die Leitung jetzt und haben die Seite problemlos entlüftet. So, hier läuft noch der Rest raus. So, der Schlauch ist ein bisschen kurz. Da muss ich mir noch mal irgendwas überlegen, mal einen etwas längeren Schlauch besorgen. Mal so einen halben Meter oder so, weil das Ding kann man dann schön auf den Boden oder so stellen. Ja, und dann dem Pinöppel hier oben wieder einfach nur drauf, diese Staubschutzkappe. Und dann wären wir soweit mit der Seite komplett fertig. Haben jetzt natürlich das Glück, dass ich so mitgedacht habe, beziehungsweise dass die rechte Seite kaputt war, weil man fängt beim Entlüften auch immer auf der hinteren gegenüberliegenden Seite an. In dem Fall ist der Bremsflüssigkeitsbehälter auf der Fahrerseite vorne und wir entlüften dann hinten rechts als erstes dann auch. Das hätten wir hiermit gemacht, deswegen kann hier jetzt das Rad drauf und dann müssen wir hier auch nicht mehr dran. Und jetzt gehen wir einmal auf die andere Seite. So, Rad ist drauf. Um euch einmal kurz zu zeigen, den Unterschied jetzt mit dem Rad. Läuft richtig schön. Gut, ich habe jetzt noch keine... Ich habe jetzt noch nicht vorgebremst, sodass die Belege richtig anliegen, aber man merkt jetzt schön läuft deutlich besser. So, zweite Seite ist auch fertig. Jetzt einmal entlüften, dafür müssen wir jetzt vorne nochmal Druck auf das Gerät pumpen. So, ich habe das Ding jetzt schon mal soweit angestöpselt wieder. Und jetzt muss man hier einfach nur, wie gesagt, pumpen.
Jetzt haben wir hier so etwas über ein Bar. Sind wir noch ein bisschen. So, und das müsste jetzt reichen. Um jetzt hier einfach den Pömpel dran zu gehen. Und einmal lösen. Hoffen wir mal, dass hier was rausläuft. Oh ja, und da läuft es schon raus. Ich glaube, man kann das recht deutlich hören, dass jetzt was reinläuft. Ich lasse jetzt ein paar Sekunden laufen. Und noch minimale Luftbläschen raus. So, ich muss sagen, so ein Gerät ist wirklich Gold wert. Also für einen normalen Bremsflüssigkeitswechsel, da zahlt ihr, soweit ich weiß, so auch so um die 60 Euro. Das Gerät einmal investiert um die 40, 50 Euro. Und besser kann man es eigentlich nicht machen und einfacher sowieso nicht. Ein etwas ausführlicheres Review wird es auf jeden Fall nochmal separat zu dem Teil geben. Also ich bin jetzt schon auf jeden Fall sehr überzeugt davon, weil der zieht auch hier an den Anschlüssen keine Falschluft oder sonstiges. Klar, der Schlauch ist ein bisschen kurz, aber das lässt sich auf jeden Fall noch beheben, das Problem. Jetzt machen wir die einmal wieder zu. So. So, und damit wäre... Also wären wir mit der Reparatur hier soweit fertig. Also beide Bremsen komplett neu mit Bremszangen hier. Muss ich sagen, das ging jetzt recht flott. Wenn man die Kamera natürlich nicht anhat, dann geht die eine Seite natürlich deutlich schneller. Aber alle Teile sind soweit passgenau gewesen, muss ich sagen. Also sehr easy. Und wenn man sowieso hier bei so einem Golf oder sowas die Bremse erneuern muss, investiert direkt in neue Sättel, weil ich sag mal so ab 100.000, 150.000 kommen die immer eigentlich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sehr schöne Reparatur auf jeden Fall, da ist man ein bisschen mit beschäftigt. Sehr angenehm, man muss sich da nicht riesig abrackern oder sowas. Aber man sollte natürlich sich Zeit lassen, das gewissenhaft alles durchführen und ja, in so einem Fall natürlich dann die Bremse vernünftig entlüften. Das Gerät verlinke ich euch nochmal in der Videobeschreibung, wenn ihr es haben möchtet. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, kommentiert gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.